Ja, komm mal und guten Abend, ihr Krümelchen da draußen zur nächsten Ausgabe Driffids Nest. Hier im wunderschönen warmen Juni. Naja, mit ein paar, ich glaube, da kommen ein paar Gewitterwolken für heute Abend. Aber es ist schwül warm. Man weiß nicht, was man machen soll. Aber ich habe vielleicht den ein oder anderen Vorschlag hier für euch in meiner Liste. Wir machen heute etwas ruhig im Hintergrund mit die Boys von Miyuji. Aus seiner Dark Piano Sammlung. Vielleicht ist er euch schon mal beim Zuhören von Creepypastas irgendwo begegnet. Sollte er euch noch unbekannt sein, sein Kanal ist natürlich unten verlinkt. Ja. Und ich werde dann mal mit meinem kleinen Neuzugänger hier, ist auch das erste Treffen, dass da die erste Veranstaltung, die sein wird, mal gleich anfangen. Und zwar einem kleinen Rollenspiel-Event in Göttingen. Weil sie so schön mit Göre abkürzen. Schon irgendwie witzig, also auf jeden Fall Humor. Und zwar schreiben sie, es ist das erste Rollenspiel-Event im Nachbarschaftszentrum Holtenser Berg in Göttingen. Über den Eintritt haben sie auf ihrem Facebook-Event-Seite jetzt leider nichts ausgeschrieben. Nur, dass sie für Speis und Trank sorgen. Dass schon ein paar Runden angemeldet sind. Gerne auch weitere im Nachbarschaftszentrum noch angemeldet werden können. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Kann man ja auch aufrufen, die Facebook-Event-Seite, auch wenn man nicht eingeloggt ist oder keinen Account hat. Und wenn ihr da in der Gegend sein solltet und Lust auf Rollenspiel habt, könnt ihr ja da mal vorbeischauen, da in dem Nachbarschaftszentrum. Ich denke, ich bleibe auch gleich mal bei Rollenspielen. Da habe ich ja unsere Freunde hier in München vom Münchner Rollenspieltreffen, die sind natürlich auch wieder mit dabei. Sie veranstalten das ja immer am vierten Samstag jeden Monat. Da geht es nächste Woche auch wieder los. Mein Schatzi hat sich auch schon wieder als Spielleiter eingetragen. Ich werde es wahrscheinlich nutzen, dass er nicht da ist und für euch streamen. Schauen wir mal, überlege ich mir noch. Aber wenn ihr eher Bock auf Rollenspiel habt und gerade in München seid, geht das nächsten Samstag natürlich hier auch bei uns im Bewohnertreff in der Theresienhöhe. Meldet euch dann einfach im dola.org Forum. Ist auch kein Account nötig, um sich da irgendwo einzutragen. Aber wenn ihr einen Account anlegt, kriegt ihr natürlich eben auch Meldungen zu abonnierten Themen. Dann könnt ihr euch als Spielleiter eintragen oder eben in eine bereits bestehende Runde als Mitspieler hinzufügen. Ja. Mein Schatzi, der hat... Ich habe auch einen Account, dass es halt eben Nachrichten gibt, wenn wir da immer irgendwo eine Meldung haben. Die Tische sind begrenzt. Aber es ist immer wieder sehr spaßig dort. Bringt aber noch extra Geld für Essen und Getränke oder was zu essen oder trinken mit. Es wird nicht mehr für alle Pizza bestellt. Da kümmert sich jetzt wieder jeder selber drum. Da hat es wohl scheinbar ein paar Schwierigkeiten gegeben. Aber es gibt in der Umgebung eigentlich genug zu futtern. Dann habe ich, ja, sonst eigentlich nicht sehr viel. Na gut, ich habe eine Convention für unsere Anime-Fans, hätte ich hier. Und zwar findet die Wimaikai auch am nächsten Wochenende wieder statt. Die ist euch vielleicht schon bekannt. Ansonsten stelle ich sie euch hier erst einmal vor. Die findet jedes Jahr statt für euch, wo ihr vorbeikommen könnt, Samstag und Sonntag. Es gibt auch noch Karten im Vorverkauf. Ich habe für euch jetzt hier nur die Tageskassenpreise von 20 Euro für Samstag, 15 für Sonntag, 25 für beide Tage. Das sind die aktuellen Preise. Und da könnt ihr dort vorbeikommen, verschiedenes Bühnenprogramm genießen, Turniere im Games Room, Händler bring it by, Cosplay Ball, da muss man, sie schreiben überall was von extra Balltickets. Ich habe auf der Seite jetzt keine genauen Daten gefunden, was ich sehr schade fand. Muss man eventuell mal an der Tageskasse nachfragen, wie das läuft. Aber ja, das ist eigentlich auch, ja, jedes Jahr irgendwie mit dabei, dass sie auch wieder diesen Cosplay-Ball veranstalten. Und da könnt ihr ja mal vorbeischauen. Wenn ihr gerade in der Gegend um den Main da bei Flörsheim vielleicht in der Nähe sein solltet. Dann habe ich natürlich für unsere Maxler natürlich allgemein auch wieder ein paar Animex-Treffen.
Da haben wir einmal natürlich die Animabi in Bielefeld. Die findet für euch am Samstag statt, wie immer im Freizeitzentrum Stiekhorst. Der Eintritt ist frei. Essen und Trinken könnt ihr vor Ort erwerben. In Dresden findet ein Treffen statt, von dem habe ich vorher noch nicht gehört. Die wollen gemeinsam in den Kletterwald gehen. Jawohl, klingt auch nach einer coolen Sache. Dementsprechend natürlich dran denken, 20 € für den Eintritt in den Kletterwald mitnehmen. Auch wenn ihr nicht mit klettern wollt. Cosplay ist gestattet, aber wenn es sich nicht zum Klettern eignet, darf man, haben sie geschrieben, natürlich auch sich nebendran setzen. Aber wenn man schon dahin geht, sollte man vielleicht sich entsprechend auch anziehen und mitklettern. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Hier bei uns gibt es auch einen Kletterwald, da war ich einmal mit, konnte aber leider an dem Tag nicht klettern, weil ich mir irgendwas am Auge gemacht hatte. Und ich wollte, wenn ich schlecht sehe, nicht da irgendwo oben in der Luft rumklettern. Aber ich werde das noch nachholen, auf jeden Fall. Die Frankenmex ist dann auch natürlich wieder in Nürnberg nächsten Samstag. Allerdings haben sie jetzt eine neue Location. Sie sind jetzt in der Meistersingerhalle im kleinen Saal in Nürnberg. Wer also noch die alte Location im Kopf hat, denkt bitte daran, es ist jetzt eine neue Location, da es in dem Jugendzentrum irgendwie platzmäßig eng wurde. Wer kommt für 10 € Tageskasse, kommt ihr dann rein. Wer gerne trotzdem irgendwo vielleicht ein bisschen mehr mittelalterlich gewandelt mal hingehen möchte, für ein bisschen Musik und gutes Essen, vielleicht in Berlin in der Nähe. Es kann ja mal vielleicht zum Hoppegarten auf die Galopprennbahn gehen. Da ist nämlich nächstes Wochenende das mittelalterliche Fantasy-Spektakulum vor Ort. Da könnt ihr rein für ja, 8 bis 35 € Einzeltag, je nachdem, ob ihr am Samstag oder am Sonntag kommt und wie alt ihr seid. Die teilen das ja immer so schön ein. Na, ab bestimmten Altersgruppen kommt man zum Beispiel auch umsonst rein, was ziemlich cool ist. Ihr könnt aber auch euch eine Zweitageskarte holen. Für alle ab 16 Jahren kostet die dann 45 €. Es werden natürlich wieder jede Menge Händler aufgebaut sein. Verschiedene Gaukler werden da überall rumlaufen. Der Bruder Rectus wird natürlich wieder ein paar Vorführungen machen. Das European Horse Show Team ist natürlich auch dabei. Und natürlich jede Menge Bands, wie sich das fürs Spektakulum gehört. Bekannte Gesichter wie Saltatio Mortis, Fersengold, Rapalje oder auch den Mr. Hurley und die Pulveraffen, sind ein paar lokale Sachen natürlich noch dabei, wie Forgotten North, Heavisaurus mit ihren coolen Dinosaurierkostümen, Harmony Glen, Cobblestones, Knasterbart ist vielleicht dem einen oder anderen auch geläufig, und von den Kings Pipers habe ich persönlich jetzt noch gar nicht gehört. Aber Berlin ist jetzt für mich ein bisschen weit. Vielleicht kommen die ja mit bis hier runter nach Maxl rein auf die Location. Mal schauen. Ansonsten finde ich bestimmt irgendwo Musik zum Reinhören. Apropos Musik. Wir haben natürlich immer noch meine Jungs von Your Radio, die da jede Woche für euch fleißig 2 Stunden am Tag auf den Stream hüpfen. Ihr könnt natürlich auch so immer reinschauen. 24/7, es läuft für euch eine Server-Playlist auf dem Root oder dem Anime-Stream, je nachdem, worauf ihr gerade Bock habt. Aber es ist halt immer schön, wenn ein Moderator da ist, der euch nicht nur was Interessantes erzählt, sondern vielleicht auch den ein oder anderen Musikwunsch erfüllen kann. Also wenn ihr darauf Bock habt, könnt ihr ja vorbeischauen beim Hübig, beim Heindal oder beim Birth Angel und euch auch noch über IRC oder Discord mit anderen Zuhörern und dem Moderator unterhalten. Das Gavin-Netzwerk macht in letzter Zeit jede Menge, macht ja mehr zu, als dass es gerade auf ist. Naja, gut, der Net-Kompass-Kurse sind natürlich wichtig, da der offene Betrieb angehalten wird. Aber ja, auch am Freitag nächste Woche wird das Kaffeenetzwerk geschlossen sein. Warum haben sie jetzt nicht ausgeschrieben? Wie es allerdings am Donnerstag aussieht, da ist ja ein Feiertag. Da stand jetzt leider im Kalender nichts dazu. Könnte vielleicht sein, dass sie da offen haben.
bin mir nicht sicher. Wer vorbeischauen möchte, kann ja mal gucken und kann das ja tun und mir vielleicht Bescheid geben. Aber ansonsten, im Kaffeenetzwerk ist in nächster Woche nichts groß möglich. Dafür haben wir natürlich, ja, das Verdämmen, das ist doch der Risch immer Action. Wobei beim Donnerstag wegen dem Feiertag, Fragezeichen, großes Fragezeichen. Sie schreiben es immer in ihren Kalender trotzdem aus. Aber normalerweise macht ein Laden ja am Feiertag eigentlich zu, außer es ist ein Restaurant. Deswegen, die lange Tabletop-Nacht und den Brettspieleabend würde ich mit Vorsicht genießen. Ich glaube eher, dass sie zu haben. Mein Schatz und ich werden auf jeden Fall nicht hinfahren und eher was anderes machen, weil wir eigentlich damit rechnen. Aber ja, sollten sie feiertags doch offen haben, dann könnt ihr uns ja eines Besseren belehren. Mich würde es jedenfalls wundern. Aber Freitag ist natürlich wieder offen, klar, Hobbyliga-Turnier, Yu-Gi-Oh! Hobbyliga-Turnier und Friday Night Magic werden stattfinden. So wie auch am Samstag die Pokémon-Liga, das Yu-Gi-Oh! Samstagsturnier und der Standard-Showdown zu Magic War of the Spark. Und ein paar extra Sachen haben sie sich für nächste Woche auch noch einfallen lassen. Und zwar einmal am Dienstag wird ein Yu-Gi-Oh! Dual Powers Spezialturnier stattfinden. Wer teilnehmen möchte, die Anmeldung zwischen 14 und 15 Uhr. Um 15 Uhr geht's los. Für 5 Euro seid ihr dann dabei. Jeder, der teilnimmt, bekommt einen Booster aus der aktuellen Edition und der Gewinner sogar eine Dual Power Box. Und dann werden natürlich auch noch Spielmatten unter allen Teilnehmern verlost. Also es wird auf jeden Fall keiner, der vorbeischaut, leer ausgehen. Wer noch zu viel Magic-Karten daheim rumliegen hat, die er nicht braucht, am Samstag und am Sonntag wird wieder der Einzelkartenankauftag im Funtainment stattfinden. Da ist für extra für euch ein Händler vor Ort, den sie hergerufen haben, bei dem ihr eure überzähligen Karten zu fairen Preisen verkaufen könnt. Also, wenn ihr bei vorangegangenen Einzelkartenankauftagen vorbeikommen konntet, habt ihr jetzt nochmal nächste Woche die Gelegenheit. So. Damit ist meine Liste aber auch schon wieder durch. Die war diesmal etwas kleiner. Aber natürlich, ich habe schon mal in die nächste Woche gespickt und ich kann euch sagen, da wird wieder einiges los sein. Aber für diese Woche nochmal hier die Übersicht. Alles schön in einer Tabelle für euch. Schaut mal vorbei, wenn ihr irgendwo in der Nähe seid und auch die Zeit habt. Ich werde wahrscheinlich nicht viel machen nächste Woche, außer am Mittwoch bei meinem ersten Pokémon Go Turnier dabei zu sein. Ja, da werde ich euch mal schauen, auf dem Laufenden halten, vielleicht irgendwas organisieren am Bildmaterial, habe ich mir überlegt. Mein erstes Turnier, bin schon ein bisschen aufgeregt. Wenn ich sowas auch mit hier reinnehmen soll, gebt mir bitte Bescheid. Ansonsten kann ich sie auf jeden Fall in den Google-Kalender, könnte ich sie auf jeden Fall aufnehmen. Da findet ihr unter anderem ja auch Nachzügler, was ich jetzt für die Aufnahme heute noch nicht an Infos hatte, beziehungsweise was ich im Voraus schon weiß, werde ich für euch in den Kalender eintragen. Ihr könnt ihn über den Link in der Beschreibung unten erreichen. Ist kein Google-Login nötig, kein Google-Zugang, der ist offen für euch zugänglich, dass ihr da ein bisschen auch stöbern könnt. Wenn ihr noch Vorschläge habt, bin ich natürlich auch immer offen für alles, was da noch gut reinpassen könnte. Ansonsten schaut auch bei Miyoji vorbei, bei seiner Musik, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Und ich bin für heute dann mal weg. Wir sehen uns, hoffe ich doch nächste Woche wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, schöne Woche, schönes Wetter und bis dahin, ciao, ciao.